Haben wir heute eigentlich irgendwelche Meldungen mit Migrationshintergrund? Gott sei Dank. Geschafft. Die Schauspielerin Angelina Jolie hat am Samstag in Namibia ein Motiv, ein Kind, zur Welt gebracht. Es ist ein Mädchen und hört auf den Namen Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, falls den sich irgendwer merken kann. Ein Foto der gemeinsamen Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt gibt es bislang noch nicht. Vielleicht hat sich Gott einen Spaß erlaubt und das Kind ist hässlich. Wenn Sie das erste Foto von Jivel Nilou oder so schießen wollen, dann sollten Sie sich der glücklichen Familie möglichst unauffällig nähern. Nämlich so, dass Ihre Kamera erst gar nicht zu sehen ist und Sie die dann erst in letzter Sekunde zusammenbauen. Und zwar die hier, die Papierlochkamera zum selber basteln. Bei Lanatree gibt's nicht nur den Bastelbogen dafür, sondern auch eine animierte Bauanleitung. Und wenn Brangelina dann noch so ungefähr eine Stunde stillhalten, sind Sie ein gemachter Mann. Okay, nächstes Frame. Und halten. Hier noch ein Tipp für Angelina, wie sie ihre Tochter vor dem Schlafengehen unterhalten kann. Sie kann ihr ja nicht jeden Abend Tomb Raider vorlesen. Alles, was sie dafür braucht, ist etwas Licht und zwei Hände. Und das hat man ja eigentlich immer im Haus. Und dann braucht man nur noch Hand Shadows, das fast 150 Jahre alte Buch von Henry Bursill. Das gibt es als E-Book beim englischsprachigen Projekt Gutenberg. Okay, den Vogel kann Frau Jolie sicher auch. Aber kann sie auch einen Elefanten? Eine Schildkröte? Oder Jennifer Aniston? Angelina Jolie und Brad Pitt sind ja nicht nur steinreich und die schönsten Menschen der Welt, nein, sie sind auch durch und durch gut und haben schon zwei Kinder adoptiert. Ja, und wenn sie sich jetzt völlig zu Recht minderwertig fühlen, der Zug für reich und schön aber schon abgefahren ist, dann bleibt ihnen immerhin noch eine Adoption. Und für den Anfang reicht da ja auch erstmal ein Olivenbaum. Den können sie nämlich bei Nugo Italia adoptieren. Dafür bekommen sie dann zweimal im Jahr ein Paket mit Olivenöl und Olivenseife. Und sie können ihren Olivenbaum sogar auch besuchen. Aber dann kann es natürlich passieren, dass er sie nach seinen richtigen Eltern fragt. Ja, leider sind nicht alle Menschen so grundgut wie sie. Da gibt es zum Beispiel solche, die andere Menschen betrügen und ein kaputtes Laptop bei eBay versteigern. Amir ist solch ein Mensch. Amir hat allerdings einen Fehler gemacht. Er hat seine Festplatte vorher nicht richtig gelöscht. Und deshalb hat der betrogene Verkäufer ihm eine eigene Website gewidmet. Da gibt es viele tolle Fotos und Geschichten von Amir. Zum Beispiel, dass er total gerne Frauenbeine in der U-Bahn fotografiert. Amir hat sich darüber in den Kommentaren auch schon furchtbar aufgeregt. Aber immerhin kennen Amir jetzt schon fast 400.000 Menschen. Da darf er in der U-Bahn bestimmt bald Autogramme geben. Falls Sie sich manchmal unsicher sind, was richtig und was falsch ist, dann fragen Sie doch mal jemanden, der sich damit auskennt. Und da es Philosophen in den gelben Seiten noch nicht gibt, besuchen Sie mal askphilosophers.org. Da beantworten Philosophen kostenlos die Fragen, die Sie schon lange bedrücken. Zum Beispiel, ob es moralisch verwerflich ist, Kindern zu sagen, dass es den Nikolaus gar nicht gibt. Oder man kann zum Beispiel auch fragen, ob es einen Tipp gibt, wie man die Werke von Hegel leichter versteht. Ja, und die Antwort verstehe sogar ich. Ja, wenn Sie aber lieber mit ganz normalen Menschen sprechen, dann ist iMeep vielleicht was für Sie. Dort kann man nämlich mit Leuten aus aller Welt chatten. Mit wem genau? Darauf hat man allerdings keinen Einfluss, denn die Paarungen stellt iMeep nach dem Zufallsprinzip zusammen. Und wenn Sie sich noch nicht so richtig trauen, dann können Sie auch erstmal nur zugucken, wie sich andere miteinander unterhalten. Also fast wie Big Brother, nur viel angenehmer für die Augen. Und hier noch was richtig Angenehmes für die Augen. Nämlich ein gar nicht mal so Kurzfilm über die Abenteuer eines kleinen Androiden. Danke M. für den Tipp. Den ganzen Film und noch ein paar andere gibt es bei carrotkid.com. Viel Spaß! Was kommt jetzt? Spiele was? Tipps? Ja, also das hier sollen sie spielen. Macht wohl irgendwie... Was? Ach, Spaß. Ja, dann. Ja, Namibia. Das war Ihren Senf. Ich bin Katrin. Tschüss. Nur Hinflug. Wann müsste ich da sein?